Hey Leute, heute mal wieder eure Stella und meine Mutter. Sag mal hallo. Hallihallo. Ja, und heute ist Mittwoch und das heißt Mittwochsupdate. Und es sind neue Pferde rausgekommen und die wollen wir uns mal genauer angucken und vielleicht auch kaufen. Also, na dann, mal los. Das ist ja schon live an. Okay, also. Ja, wir gehen nach erstmal nach Epona. Ich war schon in Marleys Farm, ich zeige euch aber dann nachher noch, wie das Paint Horse aussieht. Das Fjordpferd möchte ich mir nicht kaufen, weil ich kein Fan von Fjordpferden bin, von der Mähne und so. Ich werde mir, glaube ich, auch kein Fjordpferd kaufen. Nichts gegen Fjordpferde, aber ich mag den Style halt nicht so und die Animationen. Eigentlich, ja, also, Na, wir sehen. jeder hat andere Geschmack und klar müssen auch alle möglichen Pferde im Spiel sein. Ja, also wir sehen uns dann gleich wieder in Epona, in New Hillcrest, bei dem Pferd. So, wir sind jetzt hier in New Hillcrest angekommen. Und ja. Wow. Wir reiten jetzt mal hoch zu dem Isländer. Ist nicht so ein langer Weg. Dazwischen muss ich dann keinen Cut machen, weil wir sowieso jetzt schon fast da sind. Ja, ihr seht hier schon den Stall so. Und da steht er auch schon. Oh, guck mal. No. Süß auch. Ich weiß nicht, welche süßer ist von die zwei, die du schon angeschaut Na, hast. no, ich weiß auch echt nicht, weil. Na. No. Schwarz-weiß. Na, no, das sieht aber echt süß aus. Ja. Oh Mann, ich will keinen Isländer mehr. Ich bin so ein Isländer-Suchti. Na, dann kauf dir halt keine. Oh. Die bleiben sowieso im Spiel. Sophie, du kannst Ich irgendwann will später. keinen Isländer, aber will ihn schon haben. Und ich will das andere auch haben. Mann, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Also, das musst du alleine entscheiden. Ich lese jetzt mal die Biografie noch vor, oder wie das heißt. Rasse Islandpferd Level 1, Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0, Agilität plus 1. Es ist ab Level 16 zu kaufen, hat normale Hufeisen. Und es kostet 969 Starcoins. In den späten 1300er Jahren wurde das Islandpferd erstmals von einem der größten Züchter Islands nach Jorvik gebracht, Jökull Tómasson. Jökull hat zusammen mit seiner Tochter Brynhildur viele Jahre im Osmanischen Reich verbracht, wo beide für den wohlhabenden Händler Asil Birdal arbeiteten. Nachdem der osmanische Herrscher Murat I im Sommer 1389 starb, entschieden sich Jökull und Brynhildur, das Reich zu verlassen. Ab dem 10. Jahrhundert war es verboten, Islandpferde zurück nach Island zu bringen, nachdem sie das Land bereits verlassen haben, so dass Jökull und Brynhildur dazu gezwungen gewesen wären, ihre geliebten Pferde zurückzulassen, wenn sie in ihre Heimat zurückgekehrt wären. Da dies niemals eine Option für die beiden war, entschieden sie sich, eines der verschneiten Wintertages Ende 1389 ihre Pferde nach Jorvik zu nehmen. Islandpferde wurden unter den Inselbewohnern so schnell sehr beliebt. Heutzutage werden sie für Freizeitritte und Wettbewerbe genutzt. Unter all den wundervollen Qualitäten, die das Islandpferd so einzigartig machen, ist die berühmteste wohl die spezielle Gangart. Zusätzlich zu den gewöhnlichen Gangarten besitzt das Islandpferd die Tølt-Gangart, ebenso wie den Rennpass, der jedoch nicht von allen Islandpferden beherrscht wird. Um zu tölten, halte die Shift-Taste gedrückt, während du anfängst, die Geschwindigkeit deines Ganges zu erhöhen.
Und dazu noch was, ich habe ja zwei Isländer und bin dafür informiert. Ihr könnt nur tölten, wenn ihr im Schritt anfangt. Also statt den Trab wird dann der Tölt gemacht. Ja. Mann. Also, das muss deine Entscheidung sein. Echt, da sage ich nichts Du dazu. hast den anderen ja auch schon gesehen, ne? Also, welchen findest du süßer, den gefleckten hier oder den anderen? Puh, schwer zu sagen. Oh. Nein, ich habe noch kein Paint Horse, ich habe schon Isländer. Oh, ich weiß nicht. Kauf dir der andere jetzt erst. Ich finde ihn auch. Oh. Oh. Weiß nicht, wen ich nehmen soll. Dann kauf Hälfte von Isländer und Hälfte von der anderen. Nee, kann ich nicht. Aha. Mann. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Mann, der sieht aber aus wie ein Oreo. Wenn man selber Namen machen könnte, würde ich den Oreo nennen, wenn ich den kaufen würde. Echt? Na dann warte, vielleicht kommt Oreo noch als Name im Spiel. Nein, das sind alle englische Namen und Oreo ist deutsch. Ich. Mann. Mann. Cut, mein Hund. So, oh Mann. Mama, was soll ich mir kaufen? Hilf mir. Du hast auch selbst gesagt, Isländer hast du schon. Drei hast du, oder? Nee, zwei. Zwei. Oh Mann. Dann. Ich. Oh. Wo bist du? Kauf dir der andere erst. Und dann, wenn du wieder Starquiz bekommst, kaufst du dir auch Oreo. So, meine Mutter hat mir Aufgaben gestellt. Ich muss jetzt eine Hand auswählen. Also, du hast die linke und die rechte, oder? Ich nehme die. Oh, was passt mir jetzt so? Ich glaube, ich nehme die. Ich bin Rechtshänder, also nehme ich die rechte. Also, die rechte ist die Pentos. Okay. Aber ich Ich denke, habe so gedacht, linke easy, rechte Pentos. du hast es dir aber ausgedacht. Ja, so habe ich ausgedacht am Du, Anfang. ich glaube, du hast geschummelt. Du willst nämlich, dass ich mir das Paint kaufe. Nee, ich will das nicht. Oh Mann. Ich finde beide so süß. Das ist Drama. Das ist Notfall. Ja, ich habe dir schon etwas gesagt. Bald bekommst du wieder Dann Starquiz. mache ich es jetzt mal mit meiner Methode. Und wenn ich dann auch Paint Horse ziehe, dann kaufe ich es mir. Und wenn easy, dann easy, okay? Okay. Okay, vermischen. Ich darf nichts nehmen. Ich halte die Augen zu. Ene, mene, miste. Es krabbelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Wer ist weg? Hä? Wer ist weg? Und jetzt ist Pedro weg. Ja, jetzt ist Petrus weg. Ja, wusste ich. Hä? Ich hab nicht geschummelt. Na, dann kauft ihr Easy. Ich will das Paint haben, aber ich will auch den Easy haben. Was soll ich machen? Nochmal, einfach nochmal. Mist. Oh, nochmal. Aber jetzt ist das Finale. Ich muss es mir kaufen, wenn ich jetzt eins ziehe. Okay. Ene, mene, Mist. Es krabbelt in der Kiste. Ene, mene, weg. Und du bist weg. Easy ist weg. Okay, ich muss mir das Paint Horse kaufen. Und Easy kaufst du dir später. Irgendwie ist auch gut so, weil Easy hast du schon so. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. So, wir lassen uns jetzt. Au, 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 lassen uns mal zu Steve transportieren und von Steve aus gehen wir dann.
zu Marley oder Carney oder wie das heißt. Ja, Marleys Farm. Denke ich. Ja, Barley ist am Silo und Marley ist an der Farm. Ach. Ich hoffe, uns bleiben dann noch die 5 Minuten für die Gangarten. Es sind nämlich schon 10 Minuten. So, hier rüber hopfen. Au. Aua. Nee. Okay. Ich hab Angst. Aua. Alter Schwede. Au, au, au. Au. Ich mach zu viele Fails. Wir sehen uns dann, wenn wir. Kannst du dich scheitern, dahin zu kommen? Ja, ich mach zu viele Fails. Wir sehen uns Ja, dann. wahrscheinlich. So, also, ja, ich bin da. Also, ich bin voll immer hängen geblieben und so. Keine Ahnung, warum. Ja. Also, ich weiß aber keinen Namen. Etwas mit Smoky? Smoke? Smoky? Nee. Warum? Air Angel. Nee. Amethyst? Irgendwas mit Silber oder so vielleicht. Smoke ist hier. Oder Snow. Dark Snow. Gibt es Snow Snow? Ich will einen Doppelnamen. Fly Fly. Nee, Spaß. Spring, Snow. spring. Ja. Snow. Snow Angel. Snowborn? Nee. Girl. Mann. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Namen habe. So, ich habe den Namen Silver Princess. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so zufrieden bin. Silver Girl oder Silver Princess? Also ich finde Silver Princess passt zu ihr gut und ist eine schöne Name. Ich weiß nicht. Aber ist immer noch deine Entscheidung. Okay, ich nehme Silver Princess. Also Silver Princess. Piep. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinen Stall finden. Also, ich gehe mal in meinen Heimatstall, dann sehen wir uns wieder. Puh. So, wo steht die Kleine denn? Hier steht sie auf jeden Fall nicht in der Reihe. Hier auch nicht. Hier ist mein grauer Morgan, aber nicht sie. Hier steht mein Lippi. Ich habe auch extra ein Pferd auf die Weide getan. Hier steht mein Pony. Hä? Hast du mein Pferd irgendwo gesehen? Hä? Hast du mein Paint Horse gesehen? Na, Ach. Hallo. Wie blind bin ich? Ja, hallo. Wir müssen uns mal umziehen. Ne? Au, 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 nicht, nicht, au. aber sie hat so eine wunderschöne Farbe, das ist irgendwie so grau-blau. Bitte Grau sag ist nicht. auch manchmal, wenn das Licht so drauf scheint. Ja, bitte sag nicht, dass sie die gleichen Gangarten wie ein Quater hat. Bitte. Dann sterbe ich sowas von. Ich hasse die Gangarten von Quater. Okay, also. Jetzt suche ich mir mein Outfit raus und bis gleich. So, Leute. Wenn dieses Pferd jetzt die Gangarten von deinem Quater hat, ey. Ich guck nach. Also, ich würde mal sagen, tschüss, weil wir haben nur noch ein paar Sekunden und die Gangarten zeige ich euch dann auf meinem Kanal. Sophie Kawaii. Sag mal Und tschüss. Glückwunsch. Ja, danke. Sag mal tschüss. Tschüss. Brrr.